Moin, moin! Mein Name ist Martin Klein und ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer in Potsdam und denke an Luxemburg. Ich komme ja seit vielen Jahren jedes Jahr ins Grand Duché und mache wunderbare Lesereisen. Nur dieses Jahr wird es vielleicht nicht klappen, aufgrund der Probleme, die mit dem Coronavirus zusammenhängen, wie ihr alle wisst. Normalerweise bin ich auch jedes Jahr einmal in Mersch im Lieshaus, oder wie heißt das, wie sagt man das, wie spricht man das aus richtig, Lieshaus, naja, ihr werdet es schon wissen, in der Bibliothek, in der Merscher Bibliothek, und mache dort eine ganz besondere Lesung seit Jahr und Tag, nämlich eine Pixie-Lesung. Und deswegen habe ich hier meine ganzen Pixie-Bücher in der Hand, in den Händen oder jedenfalls einen Teil davon und zeige euch die mal. Tja, das geht jetzt nicht. Und wann ich das nächste Mal eine schöne Pixie-Lesung im Merscher Leshaus machen kann, das steht in den Sternen. Ich bin bei Pixie-Büchern ja besonders ein Fußballspezialist. Ich zeige euch mal ein paar Fußball-Pixies. Das hier zum Beispiel, die größten. Ich habe ein Pixie geschrieben über zwei berühmte Fußballer namens Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Oder hier, das Superteam. Oder auch die Aufholjagd. Naja, und damit es nicht immer nur um Fußball geht, können sich ja nicht alle Menschen für Fußball interessieren, mache ich dann manchmal auch was anderes. Zum Beispiel das hier, das tanzende Pony. Das habe ich auch schon mit viel Spaß im Lieshaus vorgelesen. Okay, und jetzt werde ich euch eine Ritter- und Drachengeschichte vortragen. Sie heißt Feine Sachen von Ritter und Drachen. Achtung Leute, es geht los. Das Schöne bei den Pixie-Büchern ist unter anderem, dass sie sehr gut zu meinem Namen passen. Ich bin ja nicht nur Kinderbuchautor, ich heiße auch noch Klein, Martin Klein. Und die Pixie-Bücher sind, wie jeder sehen kann, schön klein. Ach, ich bin wirklich ein großer Pixie-Buch-Fan. Okay, seid ihr bereit? Geht los! Drücke ich noch meine Brille zurecht und dann starte ich. Ja, was mache ich denn mit den anderen Pixie-Büchern hier? Oh, die lege ich mal beiseite. So. Ich starte, ihr Letzeburger. Der Ritter Jean-Claude von Luxemburg lebte auf einer kleinen Luxemburg. Sie hatte ein paar Zinnen, einen nicht sehr hohen Turm und eine perfekt eingerichtete Küche. Jean-Claude fand das genau richtig so, denn Kochen und Essen waren ihm wichtiger als alles andere. Am liebsten hätte er den ganzen Tag in seiner Küche zugebracht. Das ging aber nicht, denn im Luxemburger Wald hinter der Luxemburger Burg lebte der Drache Schleck. Er war nicht besonders groß und spuckte kaum Feuer. Die Flamme aus seinem Maul reichte gerade mal aus, um damit Pudding zu flambieren. Dabei sah Schleck sogar etwas gefährlich aus, wie sich das für einen Drachen gehört. Jean-Claude und Schleck waren standesgemäß verfeindet und bekämpften sich mit Inbrunst und Ausdauer. Das war für beide eine Frage der Ehre. Jeden Morgen trafen sie sich vor der Burg oder im Wald und gingen aufeinander los. Zwei Dinge waren ihnen insgeheim dabei aber wichtig. Erstens wollten sie beim Kämpfen heile bleiben und zweitens niemanden verletzen. Jean-Claude rief, Heda und Tier! Und fuchtelte ein bisschen mit seinem Schwert herum. Obacht, Eisenwicht! Fauchte Schleck und versenkte dem Ritter zwei Augenbrauenhaare. Hinfort mit dir, Lindwurm, befahl Jean-Claude und piekste mit einem Grillspieß gegen die Drachenschuppen. Ganz vorsichtig.
»Niemals, du Blechheini«, grollte Schleck und biss auf Jean-Claudes eiserne Rüstung. Gerade so, dass keine Delle entstand. Nun war es höchste Zeit für eine Stärkung. Jean-Claude und Schleck setzten sich hin, jeder für sich alleine, und machten Brotzeit. Wie heißt eigentlich Brotzeit auf Letzeburgisch? Ach, egal. Jean-Claude aß Zwiebelkuchen mit fein gehackter Petersilie und Schleck verspeiste Vanillepudding. Dann sprangen beide wieder auf. Heda und hier, Obacht, Eisenwicht! Jean-Claude versetzte dem Drachen einen Knuff mit seiner Suppenkelle. Der Drache patschte dem Ritter mit seinem Schwanz auf den Hintern. Auf diese Art verging Jahr um Jahr. Die Kämpfe wurden immer matter und lustloser, aber eine Ehrensache ist nun mal eine Ehrensache. So gingen die Attacken weiter und weiter. Schließlich murmelten die beiden Kämpfer nur noch: Heda, Obacht, hinfort, niemals. Und dann warteten sie, dass es endlich Zeit wurde für die Mittagspause. Und so würde es gewiss heute noch zugehen, hätte nicht eines Tages Jean-Claude seine Brotzeit auf der Burg vergessen. Hungrig saß er in der Kampfpause da und linste neidisch zum Drachen hinüber. Und er hatte frisch erhitzte Himbeeren mit krosser Minze dabei und ließ es sich schmecken. Kurzerhand fasste Jean-Claude sich ein Herz. »Gibst du mir was ab?« »Na gut«, brummte Schleck und winkte den Ritter herbei. Die heißen Himbeeren schmeckten einfach köstlich. »Wie macht man die?« fragte Jean-Claude, denn er kannte Himbeeren nur als eiskalt serviertes Sorbet. »Ganz einfach«, erwiderte Schleck und sandte eine kleine Flamme aus. Jean-Claude strahlte. »Ich liebe Kochen!« »Ich auch«, rief der Drache. Und schon waren Jean-Claude und Schleck so in ein Gespräch übers Essen vertieft, dass sie das Kämpfen darüber vergaßen. Schließlich verabredeten sie sich wie immer für den nächsten Morgen. Und diesmal tauschten sie Rezepte aus. Und am Nachmittag kochten sie das erste Mal gemeinsam. Viele weitere Kochtreffen folgten. Schließlich eröffneten Jean-Claude und Schleck ein Restaurant. Es hieß »Feine Sachen von Ritter und Drachen« und wurde das beste Speiselokal von Luxemburg im Mittelalter. Naja, und auf meinen vielen Lesereisen durch euer schönes Land habe ich ja gelernt, dass Essen in Luxemburg was ganz Wichtiges ist. Und deswegen denke ich, passt diese Geschichte vielleicht ganz gut. Also, viel Spaß noch, ja, beim selber Lesen vielleicht. Dieses kleine Pixi-Buches, ne? Kann sich ja jeder leisten, so ein Pixi-Buch, das ist ja auch das Schöne dabei. Hey, ihr kennt die Körbe, ne? Ihr kennt den Pixi-Mann mit der Zipfelmütze und der steht da in der Buchhandlung, ne? Oft in der Nähe des Eingangs, hat so einen Korb. Ganz viele Pixi-Bücher drin. Wenn ich so ein Pixi-Männchen sehe, gehe ich mal selber hin, gucke, ob ich meine finde und kaufe die dann selbst. Ne? Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das macht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live. Hoffentlich auch im Lierhaus von Mersch, deiner neuen Pixi-Lesung. Eddie! Jetzt gibt es noch ein kleines PS, nämlich eine Danksagung. Eine zweifache. Zum einen danke ich sehr Claude Konter und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom CNL für diese Idee, das Video aufnehmen zu können und dann auf die Seite, auf den YouTube-Kanal vom CNL zu stellen. Das finde ich toll. Und zum zweiten danke ich meinem Sohn Finn für die technische Unterstützung, Kamera und Schnitt.